Und damit herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Jetzt immer im Wechsel Anno und Age 3. Hoffe, es gibt Leute, die beides feiern. Hier hat sich ein bisschen was getan. Ihr seht es schon. Wir haben diese Insel ein wenig umstrukturiert offscreen. Und zwar haben wir das Verfahren angewendet, was jetzt anscheinend hier in Anno 1800 so der Standard ist. Und zwar, dass man auf Inseln, wo man möglichst viele Einwohner haben will, einfach abwechselnd Ingenieurs- und Investorenhäuser baut. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar, wenn wir gucken uns das mal in der Reihe hier an, wir haben gerade nicht die Ressourcen dafür, aber es gibt ja bei den Wolkenkratzern diesen Panorama-Effekt und man sieht schon, dass diese beiden Hochhäuser hier ein ausgezeichnetes Panorama bzw. ein angenehmes Panorama haben. Und das liegt daran, dass unterschiedliche Einwohner, also Ingenieure und Investoren, gegenseitig sich einen Bonus geben bei einem guten Panorama. Sieht man, es gibt diesen Resident Variety Bonus. Und das heißt, wir wollen hier auf Stufe 3 Hochhäuser in der gesamten Stadt und zwar immer im Wechsel Investoren und Ingenieure. Und dann sollten wir hier ganz gut klarkommen. Genau. Auch Crown Falls bauen wir das jetzt nicht alles um. Da gehen wir einfach irgendwie möglichst viel hoch auf möglichst viele Einwohner. Hier ist gerade ein Problem mit Farben und Lacke. Haben wir nicht genug Produktion von Farben und Lacken oder was ist das Problem? Ne, wir haben tatsächlich nicht genug Produktion von Farben und Lacken. Dann müssen wir hier nachbessern. Das ist. Ja, schleck mich doch an, Zuckerli. Ja, genau. Richtig. Das ist natürlich hier auch total super gelegen alles. So, jetzt muss ich allerdings einmal kurz gucken. Ich hatte zwischendurch jetzt noch überlegt, dass ich eine Ethanolproduktion aufziehen möchte und dafür wollen wir jetzt mal versuchen, in der alten Welt quasi eine Schnapsinsel aufzubauen und mit dieser Schnapsidee dann halt Ethanol zu produzieren. Dafür. Na, Schnapsbrennerei, gibt es ein schönes Item, das dafür sorgt, dass die Vom Stapel gelaufen. Getränkehersteller alle halt Ethanol auswerfen. Ich muss halt nur gerade mal Vom gucken. Stapel gelaufen. Sind sie wahre Rum? Ja, das ist zwar auch super, aber nicht das, wonach ich suche. Alle Getränkehersteller, das ist aber auch nicht das Richtige. Bin mir auch nicht mehr sicher, ob das tatsächlich alle betraf. Ah ja, hier, schnell reich werden, Band 4. Beeinflusst Chemiefabrik, alle Getränkehersteller, Hacienda, Düngerwerke, bla 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 bla. So kenne Produzieren ich das. Ethanol, genau. Ja, das sollte man allerdings farmen können, das Item. Dann können wir da theoretisch noch einen Feras draufhauen und dann ist jetzt halt noch die Frage, also an sich brauchen wir halt auch noch Kartoffelfarmen dann natürlich. Ist die Frage, was nehmen wir als letztes? Elektrizität holen wir uns im Zweifelsfalle so, da brauchen wir. Also wir haben eins von den, keinen Mist haben wir noch rumliegen, ne? Ja, das ist schon mal super. Dann gibt es hier noch grandiose Kupferdestille, Produktivität plus 50% für alle Getränkehersteller. Kriegen wir Mal denn die gerade auf doppelte ein Redundanz noch her? Haben wir die noch irgendwo oder? Items. Grandiose Kupferdestille. Wir haben die angeblich dreimal irgendwo rumliegen. Naja, auf. Also hier im Cup haben wir die rumliegen. Beim Blake kriegen wir die, okay. Und bei Samento. Dann gehe ich da mal eben kurz in die neue Welt und hole mir das da. Dann schnappe ich mir mal zwei Ferasse und dann ist die Frage, was machen wir denn noch für die Kartoffelfarmen an lustigen Items? Ach ja, und was wir auch machen wollten, das machen wir in dem Part jetzt auch mal, dass wir hier endlich den John Lafatun mal aus dem Leben kicken. Können wir dem den Krieg erklären? Da habe ich jetzt mühevoll unser Ansehen bei dem Mann Diese hochgearbeitet, Insel damit wir mit dem vorbereitet. handeln können und So, gucken wir doch mal. Da machen wir jetzt hier mal eben Tabula Rasa in seiner Basis. Das haben wir ja auch schon vor drei Videos gefühlt angekündigt, dass wir das machen wollen. Einmal Machen wir sind wir das auch in so? seiner Basis auch schon gescheitert, ne? Ja, wir haben unsere komplette Flotte da einmal versenkt. Geil. Ja, aber hier sieht das alles stabil aus. Meinst du? Ja. Denke ich schon. So. Hier geht schon das Hauptgebäude von ihm, der Hafen, jetzt irgendwie auch schon runter. Die Kanonentürme sind schon fast alle ausgeschaltet.
So. Na komm, mach kalt. Kalt in Köln, sagst du? Mach kalt, das Ding. Ja, ganz außen gibt's noch einen Turm. Ich weiß nicht, ob wir den vielleicht auch noch abreißen müssen. Bin da gerade schon am... Weil sogar. Mein Gott. So, warte mal. Ihr fahrt jetzt alle zu dem da. Ihr könnt euch alle mal zu dem da bewegen. Und theoretisch da außen gibt's auch noch einen. Ach hier, Gott sei Dank. Ja. Sehr schön. Das war das. Trischik. Räumchen, Tag ist gerettet. Ja. So. Hier ist ein schneller Bereich werden Band 4. Den wolltest du ja auch haben, ne? Das ist das korrekt, sind genau, ja. Die du haben willst. Ich kaufe hier gerade mal so ein paar Bücher. Piraten besiegt. Aha. So, da ist die doppelte Redundanz, die ich haben wollte. Sehr gut. Linienschiff wurde zerstört? Wieso ist da noch ein Schiff zerstört worden? Ja, wahrscheinlich auch da unten gerade. Ja klar, aber also warum ist das noch gesunken? Also der Typ war ja schon tot. Egal. Also, alle Nutzpflanzen farmen, Produktivität 70%, 35% mehr Module, der gute Cosmo Castelli, dann haben wir hier was, alle Nutzpflanzen, Alexander Hancock, Vater der Kartoffel. Genau. Ist halt die Frage, ob du Kartoffeln einfach eintauschen willst oder ob du ich produziere die. Also ich brauche sowieso auf der Insel Strom, das heißt, ich würde dann halt einfach gucken, dass ich ja jetzt sowieso, also ich habe mir eine rausgesucht in der alten Welt, die noch nicht besetzt ist und wo es Ölquellen gibt. Dann guck, dass du aber auch das Item ausrüstest für die Abfallprodukte aus der Landwirtschaft, dass du da, das müsste doch auch für Kartoffelhöfe gelten, oder? Dass du da noch ein bisschen Nebenprodukte sammelst, also irgendwie Kaffee und so ein Shit. Ich bin mir gerade akut nicht ganz sicher, welches du meinst. Lass mich mal kurz nachgucken. Also für den Kartoffelhof. Genau, parallel will ich natürlich auch die Insel hier weiter ausbauen. Das ist auf jeden Fall auch richtig wichtig. Ich meine, wichtig. Das war Landwirtschaft in der neuen Welt, was du meinst. Ich kann dir noch eine für den Kartoffelhof eine zusätzliche Madame anbieten, die Schnaps noch herstellt. Das bringt natürlich total viel, wenn wir den sowieso schon nicht loswerden. Ja, klingt total gut. Ja, ansonsten habe ich hier aber leider nichts im Angebot. Also halt den typischen Bekonin natürlich, halt die patentierte stählerne Sämaschine, all so ein Kram halt, aber den stählernen Wunderpflug. Aber nee. Tu mich sorry. Ja gut, okay. Ist nicht schlimm. So, jetzt ist aber immer noch die Frage, ich habe hier das Schiffchen rumliegen, Items, und zwar für die Handelskammer. Und da hatten wir jetzt hier irgendwo hier diesen berauschenden Kessel hier. Firas können wir da auch noch mitnehmen. Genau, das hatte ich soweit schon alles eigentlich fertig gemacht. Hier fehlten halt gerade noch vor allem hauptsächlich die ganzen Items, genau. Das war das Problem, warum ich hier noch nicht weiter ausgebaut habe. Aber wir haben ja noch ganz viele von denen geforscht. Also kann ich mal gucken, wo ich noch überall welche reinpacken kann. Hier ist schon eins drin. Okay, wir machen jetzt erstmal hier unten die Lücke fertig, damit ich da im Kopf abschließen kann. Ja. Fehlt mir da eins? Fehlt mir da etwa eins? Liegt das daran, dass ich die hier einfach in den Lufthafen nicht verladen habe bisher? Oh, was ist jetzt los? Leck. Ja, Leck des Todes, aber ist alles gut. Ich glaube, es ist nur der eine von meinen Monitoren, der spinnt ein bisschen rum. Warum führt das dann bei mir zu Lecks, bitte? Ja, weil ich kurz aus dem Spiel dafür rausgeflogen bin. Also ich wurde kurz auf Windows zurückverbannt. Ist tatsächlich ein bisschen nervig, weil der jetzt nicht mehr lockt. Warte mal. Was ist denn nochmal mein Hotkey, um Aufnahme zu pausieren? F10? Nein. Okay, ich mach das jetzt einfach so weiter. Weißt du noch aus dem Kopf, wo wir auf Crown Falls den Lufthafen hinverlegt haben? Ja. Zu den Touristen. Aha. Ah ja, sehr gut. So, Item Terminal. Haben wir hier noch welche? Nö, tatsächlich nicht. Blöd.
Dann muss ich noch ein paar forschen. Ja, ich muss mal eben kurz gucken, ob ich noch. Warum hast du denn hier die Piraten geforscht? Weil du unbedingt pyrophärische Schlachtkreuzer haben willst, oder was? Ja, ja, ich wollte einfach mal alle. Alle Dingens, alle haben. So, alle hier, Dinge, alles haben. Alle Schiffe, so. Immer nur haben. Ja. Jetzt haben wir hier so ein Glasproblem. Wie ist das jetzt hier unten? Wir haben ein Eisenproblem, also irgendwas. Oh mein Gott, hier sind riesige Probleme. Hier sind nur Probleme gerade. Okay, das hilft nichts. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal so ein Cosmo Castelli, Wegbereiter der Agrarwirtschaft. Davon haben wir tatsächlich nicht einen, nirgendwo. Das wundert mich ein bisschen, aber... Wo kann man die denn sonst kaufen? Das wäre nicht das Forschungsinstitut. Gar nicht. Das ist ein legendäres Item. Ja, das ist blöd. Dann, dann gibt's keinen anderen Weg, I guess. Kannst du mal meine Piraten bitte in Ruhe lassen? Slicky Sinistra, Erfinder des pyrophorischen Kriegsschiffs. Frechheit. So, dann, was hatte ich jetzt gesagt? Ich brauchte noch einen Vater der Kartoffel. Ach ja, schneller Band, schneller reich werden, Band, irgendwas, kein Scheiß. Wo lag der denn noch rum? Weißt du das zufällig gerade aus dem Kopf? War der auf Crown Falls? Das weiß ich aus dem Kopf nicht. Okay, schade, aber hier ist noch ich glaube, ja, doch, schneller reich werden, kein Mist. Ja, jawohl, hier ist er. Was wollte ich da jetzt noch reintun? Was darf es sein? Okay, perfekt. Jedenfalls hier sind unsere ganzen Items. Das heißt, ich kann hier das eine Item für die Chemiefabriken auf jeden Fall noch eben ausrüsten. Da. Gab es noch mehr für die Chemiefabriken als das eine? Muss es doch noch mehr geben, oder? Nee, nicht so richtig. Also du kannst gerne auf Dingens mal gucken, Farben auf Manola, aber... Ja, scheint nicht so zu sein. Also alle Chemiefabriken gibt es nur eins. Ja, ja, ich meine auch, dass es da leider nicht so wirklich viel gab. Ja. Na gut, dann nicht. Achso, warte mal, bevor ich jetzt anfange, den Typen hier durch wirklich hier gegen zu farmen. Haben wir hier noch so einen Vater der Kartoffel? Ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt auch nochmal hier Forschungs... Campus-Institut-Erweiterung forschen, das ist auch wichtig. Tatsächlich sind wir nämlich an so einem Punkt, wo wir... Ja, wobei. Fun Fact, so stellt sich mein Vater eigentlich auch immer vor. Wie? Erweiterung des Campus? Nein. Moin, ich bin der Vater der Kartoffel da. Ach so. Ich kann das hier trotzdem gerade nochmal eben versuchen zu zeigen. Nö, kann ich nicht. Was ist hier das Problem? Also, warte mal, Einrichtungshaus. Weil kein Glas. Das ist tatsächlich richtig. Das Problem habe ich hier oben gerade auch schon festgestellt, weil kein Glas. Weil ich glaube, Glas hier drüber reinkommen soll. Okay, wir haben... Oh Gott, habe ich das jetzt wieder geschlossen? Ich bin auch dumm. Also ich... Ich meine, 4800 Lagerkapazität ist halt nicht so der Hit, ne? Das wäre eigentlich total gut. Warte mal. Den Geschützturm hier kann ich einreißen. So, Item Herkunft, kann man den Händler, jawohl, Ellie Bleakworth verkauft den Vater der Kartoffel. Ich finde es übrigens immer noch ein bisschen makaber, dass du bei Ellie Bleakworth halt einfach irgendwelche Leute für teuer Geld einfach kaufen kannst, die der da irgendwie anscheinend verkauft aus seinem Gefängnis. Ja, ist gut, ne? Ach genau, und ich hatte auch nochmal geguckt, wie das ist mit den Anlegestellen. Also tatsächlich soll man wirklich, dadurch mir letztens nochmal ein Video zu reingezogen, also man soll wirklich auf allen Inseln darauf achten, dass man praktisch nur einen Hafenbereich mit Anlegestellen hat, da natürlich immer den größten und immer die Anlegestellen maximieren und idealerweise nimmt man echt die normalen und man muss die sogar ein bisschen auseinander spacen, weil die großen Schiffe, die Great Easterns, die pushen sich sonst gegenseitig weg, wenn sie anlegen. Denn das ist das Problem mit den Speicherstadt-Anlegestellen. Die sind halt so schmal, dass große Luftschiffe und so sich da gegenseitig die ganze Zeit wegschieben. Ja, das klingt alles ja so wie das, was wir uns da quasi irgendwie in Eigeninitiative auch schon erarbeitet hatten. Ja, nur dass wir überall die Speicherstadtanlegestellen hingebaut haben, die man halt nicht verwenden soll möglichst. Naja, das ist auch schon wieder halt so ein etwas in meinen Augen dämlicher Ratschlag, weil das natürlich nur fürs absolute Late Game stimmt. Die Speicherstadtanlegestellen sind so lange überlegen, bis du halt die Anlegestellen aufrüsten kannst. Und hast du mir gerade zugehört? Das Problem ist, dass die zu schmal sind.
Die sind halt schmaler als die normalen Anlegestellen. Das Problem ist, dass ich deswegen... Nein, die sind nur weniger tief. Echt? Warte mal. Die sind 5 breit, oder? Sehe ich das richtig? Also, warte mal, doch, sie sind, warte mal kurz, ja, sie sind 2 schmaler, glaube ich, aber... Ja, sie sind 2 schmaler und das heißt, große Schiffe und selbst normale Frachtschiffe pushen sich halt potenziell gegenseitig weg. Das heißt, dass die schmaler sind, ist halt tatsächlich kein Vorteil, sondern eher ein Nachteil. Dass sie schmaler sind, ja, das verstehe ich sogar noch, aber also das ist trotzdem eine Milchmädchenrechnung, weil das Problem, was du hast, ist halt einfach so ein bisschen, die sind halt aktuell zumindest, lass mich kurz nachgucken... Jetzt auf Capture, also auf Ground Fault sind die bei 24 Einheiten Ladung pro Sekunde. Die Anlegestellen sind halt nur bei 16. So. Das heißt, also, die machen halt 50% mehr. Das heißt, die Schiffe sind halt auch einfach viel langsamer da, viel kürzer da und dementsprechend können die halt auch viel weniger den Hafen da blockieren. Sobald du die normalen Anlegestellen aufrüstest, bin ich da sofort dabei, weil die dann ja A schneller sind und B halt auch zusätzlich noch breiter. Aber ich weiß nicht, ob du einen Gewinn dadurch hast, wenn die da halt einfach länger halt rumgammeln, weißt du? Ich gebe ja nur das wieder, was ich noch mal... Ja, wie gesagt, im Endgame ist das auch völlig richtig, aber also es ist halt, glaube ich, auch schon wieder so ein Ratschlag aller, naja, wenn du halt das Forschungsinstitut eine Nacht lang durchlaufen lässt, dann. So, ne? Bei achtfacher Geschwindigkeit. Ich glaube, da wir halt nur auf einfacher Geschwindigkeit spielen können und deswegen halt leider immer das Forschungsinstitut der Bottleneck bleiben wird, ist das halt einfach teilweise sehr schwer, solche Großbau- oder Extrembau-Ratschläge halt einfach sinnvoll umzusetzen im Multiplayer. Das ist schon richtig, ja. Was nicht heißt, dass Ratschlag falsch ist, aber ich glaube halt einfach, dass man also einiges davon halt wirklich nicht hundertprozentig auf unsere Situation anwenden könnte oder sollte. Ja, den Vater der Kartoffel hier, den hat er aber gut vergraben irgendwie in seinem Kartoffelacker, den finde ich nämlich so gar nicht. Zürnt mich etwas. Man gebe mir Alexander Hancock. Los, Kartoffeloper, ich werde dich. Wenn ich dafür ständig finde, ist Maxime Renard Unterhalter der Massen. So, ja. Dann wollen wir hier da den Pendler-Kai runterlegen. Der muss hier oben nämlich nicht hin, der nimmt nur Platz weg. So, ich versuche hier gerade noch mal ein bisschen die Insel hier unten nur ein bisschen zu optimieren. Den wollen wir nämlich idealerweise auch dann hochlegen. Das ist die Frage, kriegen wir den hier noch sinnvoll neben die Speicherstadt? Ja, das sollten wir hinkriegen. Wir müssen die hier leider weichen. Du musst weichen, aber dich brauchen wir hier eh nicht. Du musst weichen. Gucken wir mal, weichen. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall einen Pendler-Kai. Kaplünz dich, so. Ja, das, der muss mit dem Konto verbunden sein, sonst hat man da gar nichts von, ne? Ja, bam. Oha, wir haben hier allerdings auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel Arbeitskraft. Wo denn? Muss gleich mal. In der alten Welt allgemein. Muss ich gleich mal gucken, ob ich eventuell noch eine kleine Siedlung draufstelle oder eventuell mit dem Regionalministerium hier so ein bisschen arbeite. Ja, im Zweifelsfall. Achso, du brauchst Bauern und Arbeiter, ne? Korrekt, ja. So, dann brauchen wir eine raffinierte Raffinerie. Kriegen wir da mehr irgendwie jetzt hin? Haben wir hier 40 Tonnen nochmal für Ladegeschwindigkeit. 4. Nein, wir waren auf 4, schade. So, wir haben hier auch keine Depots mehr frei, ne? Nö, genau, das passt soweit. Dann bauen wir einfach noch ein paar normale Depots hier hin.
bin erfreut, Ihnen unseren Neuzugang vorstellen zu dürfen. So, und dann jetzt hier unten noch eben gucken, ob wir hier noch was verbessern können. Ganz bestimmt sogar, wenn ich mir das so angucke. So, und jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das hier am dümmsten mache. Also, wir wollen hier... Man ist schuldig bis zum Beweis des Gegenteils. Ihre Weigerung ist höchst verdächtig. Quake still. Hä? Der ist doch raus, oder nicht? Das war Ellie Bleakworth. Ah, der nicht. Den brauchen wir noch, der soll nicht raus sein, bitte. Ja, nee, den brauchen wir tatsächlich noch. Ja, lösch dich. So. Okay, dann müssen wir hier noch eine Versorgung mit Traktorscheune, Tankhof. Wie war denn die Reichweite von dem Tankhof? Weißt du das zufällig? Die ist schon ganz okay. Willst du es genauer als das? Also genauer habe ich es jetzt nicht. Du kannst auf Crown Falls gerne mal gucken, wenn du es sehen willst, aber... Alles gut, danke. Wir gehen hier bitte mal in den Blaupausenmodus. Drei, vier, fünf, sechs. Schiff unter Beschuss. Was? Von das wem? Denn? Ach. Madame, ja, die will jetzt wiederkommen, ja. Aber da stehen ja immer noch die fünf Monitore, die sollten. Ja. Da regeln, denke ich. Das denke ich auch. Ist schön, dass wir beide gerade einen Riesenschreck gekriegt haben. Ja, ich dachte halt gerade so: Hä, ich habe doch gerade eben die alles, also den letzten Rest von allem, was uns hier irgendwie heute nerven könnte, freundlich entsorgt, dachte ich. So, warte mal, die Kartoffel, Traktorhöfe, die brauchten eine Straßenverbindung, ne? Die Traktorhöfe brauchen eine Straßenverbindung, ist richtig. Ja, das habe ich natürlich nicht zu Ende überlegt hier. Na komm. Das kann doch gar nicht sein, dass... Achso, wegen dir hier, du Hund. Muss am Gebäude angrenzend platziert werden, ne? Supi. So. Dann machen wir hier doch wieder das Übliche, I guess. Da ist ein so eine nervige Klippe im Weg, oder was? Was soll das denn? Das Haus Halo ist noch nicht ganz tot. Doch schon. Ja, das denke ich auch. Das Haus Halo ist ziemlich tot und wird das, wenn es nach mir geht, auch bleiben. Vielen Dank. So. Habe ich jetzt hier irgendwas rausgeholt? Nö. Wow. Ich sterbe wie mein Vater, wenn es sein muss. Gut, Lirum Larum, wir lassen das jetzt so. 4950 Lagerkapazität ist das, ist the best we can do. Doch, Digga, ich bin auch wirklich bescheuert, Alter. Warum? ich habe bei der Planung mal wieder vergessen, dass Agrarbetriebe Felder brauchen, aber alles gut. Sehr gut. Das ist ein kleinerer Denkfehler. Was machen wir denn hier nochmal mit dem Salpeter? Produzieren wir den nur so aus Langeweile oder verbrauchen wir den tatsächlich auch? Ne, wir produzieren den nur aus Langeweile. Wahrscheinlich, weil du irgendwo für Salpeter haben wolltest, was natürlich auch okay ist. Ups. Klang jetzt gerade arg. Nein, Salpeter. Du wolltest wieder Salpeter haben. Wir schaffen im Cup Salpeter nach Crown Falls rüber. Und... Okay. Wir schiffern Salpeter in die neue Welt für irgendwas.
Dann machen wir das jetzt aber anders. Ich brauche den Platz hier tatsächlich. Wir bauen Salpeter an irgendeiner anderen Insel an. Hier kriegen wir Perlen und... Ja, okay, das ist soweit natürlich irgendwie ganz nett. Aber... Die schwedische Band? Ich brauche... Nee, nicht aber, sondern aber. Ich brauche den... Wie viel Salpeter brauchst du in der... Warte, ich kann eben selber nachgucken. Neue Welt... Crown Falls. Wenn ich ehrlich bin, glaube ich, importiere ich den tatsächlich auch an anderer Stelle schon. Aber wir haben bisher keine Route. Du produzierst den tatsächlich auch auf der Insel. Ein bisschen. Du brauchst noch 7 Tonnen zusätzlich. Und im Cup produziere ich auf der Insel gerade wie viel? 8 Tonnen. Okay, das heißt, ich brauche auch ungefähr die Menge an Salpeterwerken brauche ich tatsächlich auch und muss die aber auf irgendeiner anderen Insel einfach hinstellen. Ach, das war auch eine Fruchtbarkeit, natürlich, klar. Fuck my life. Hier zum Beispiel. Tja, mal sehen, ob wir profitabel waren. So, jetzt. 2. Ich liebe den Duft von Tau am Morgen. Okay, cool. Weitermachen. Warte mal, war das eine... Nee, das ist schon eine Handelskammer, die wir dafür brauchen. Ja, geil. Also brauchen wir eigentlich auch eine weite Küstenseite dafür, weil die Handelskammer, die ich hier bauen kann, das ist alles so kaputt. 1, 2, 3, 4, 5, 10... Du siehst mir nach einer guten Salpeterinsel aus. 10, wofür braucht man Salpeter nochmal noch? Hier TNT, genau. So. Ja, also mit anderen Worten, für nichts TNT brauchen wir wirklich nicht. So, Waren, Baumaterial. Du kannst dich mal vollladen mit Dampfmaschinen. So, okay. Mach mal voll hier einmal Baumaterial, bitte. Das. Brauchen wir noch mehr? Nochmal Bretter. Fenster brauchen wir bestimmt, ne? So, dann einmal bitte runter hier. Immer der Nase nach. Und dann schnappen wir uns hier schon mal die Items raus. Grigor, Feras. Haben wir noch irgendwas, was man da gut... Ah, dein Typi ist gleich fertig. Mein Revolutionator, der Landwirtschaft. Steve McLeod. Ja, okay. Das wäre tatsächlich ganz gut. Dann bräuchte ich hier nochmal einen schönen Zeppelin. Warum habe ich hier keinen Led Zeppelin auf Halde? Ich kann natürlich jetzt direkt auch nicht verraten. Also ich bin gerade einen am Rüberfliegen nach Crown Falls, den ich halt dahin geschickt habe, um meinen Typen einzusammeln, sobald er fertig ist. Ja, passt schon. Ich guck mal eben, dass ich hier... So, den Steve McLeod haben wir aber gerade gar nicht rumliegen tatsächlich, wäre ja auch zu schön gewesen. Ein Feras. Warte mal, wo kommen denn eigentlich, ich bin mir sicher, dass wir einen haben müssten, oder? Items.
Steve McLeod. Ich bin erfreut, Ihnen unseren Neuzugang vorstellen zu dürfen. Steve McLeod. Oder Liot ist da, der da. Ah, ne, haben wir tatsächlich noch nicht geforscht. Okay, ja gut, dann gibt's ihn noch nicht. Okay, machen wir das anders. Ich meine, ich brauche den jetzt auch nicht unbedingt sofort, aber Salpeterwerk, queuen wir den trotzdem einmal. Gregor nehmen wir ja mit. Haben wir noch einen Elektrohandbohrer zufällig hier? Dann würde ich den ansonsten auch nehmen. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Warte mal, eigentlich wäre andersrum ja viel sinnvoller, oder? Einen Elektrohandbohrer haben wir noch, perfekt. Dann nehmen wir den einmal. Dann einmal runter hier. Sind unterwegs. Da ist unser Zeppelin mit Baumaterial. Top. Eigentlich ist das trotzdem andersrum sinnvoller. Dann nehmen wir jetzt hier den ganzen Bums nämlich einmal und beschieben den. Schon bitte den ganzen Bums. Vorwärts! Wie, schon wieder volles Lager. Wir haben doch gerade hier tonnenweise Hochräder weggetauscht, oder nicht? Was ist denn hier passiert? Haben wir nicht. Okay, gut, dann müssen wir noch mehr Hochräder wegtauschen, weil. Ansonsten versiegen uns hier die anderen Güter. Dann müssen wir mal drauf gucken, dass wir hier in 10 Minuten mal schauen, wie viele Hochräder jetzt dafür abgehen. Wir tauschen jetzt mal nur Hochräder weg, bis auf einmal schwere Kanonen hier unten noch für Stahl, dass wir sicher gehen, dass wir da auf jeden Fall auch ein volles Lager kriegen. Ja, und jetzt legen die alle hier oben an, jetzt geht das auch zackig. Ist gut. Achso, ich kann schon mal die eine Route hier umbauen. Die hier? Nee, nicht die hier. Die hier. Dann nehmen wir hier euch einmal raus, laden hier noch mehr Fälle ein. Dass du das schon wieder rausnimmst, Mensch. Ja. So, und dann richten wir eine Route ein, und zwar von der Handelsroute mit irgendeinem Schiff. Warte mal, eigentlich können wir dann auch einfach die Salpeterroute hier nehmen und statt von Crown Falls holen wir das jetzt. Ach, die holt sich das von Miners Hell. Okay, gut, dann mache ich mir hier gerade wirklich kompletten Quatsch für nix und wieder nix. Du holst dir das von Miners Hell und Miners Hell hat, glaube ich, da tauschst du das tatsächlich ein dann, ne? Ja, ich meine doch. Also das war das, was ich vorhin meinte. Ich meine mich zu erinnern, dass Miners Hell oder irgendwo anders halt... Nee, schön. Tatsächlich. Sehr gut. Hätte ich doch mal nachgucken sollen. Alles klar, nicht schlimm. Heißt, dann kann ich das hier alles platt machen. Zack, zack, zack. So, wo ist denn mein Kartoffelvater? Du bist auch so ein Kartoffelvater. Cosmo Castelli wollte ich natürlich. So. Der fliegt jetzt einmal nach Kartoffelköpfe. So, wo ist es? Da, Abmarsch. In welchem Blaupause-Modus ein? Weiß man nicht. Es wird ein ewiges Ministerium bleiben. Hm. Glaube ich wohl auch. So, und jetzt Schnapsbrennerei.
So, einfach hier nochmal ein bisschen Lagerkapazität boosten, damit wir hier hoffentlich wieder eine flüssigere Produktion vom Baumaterial hinbekommen. Habe ich jetzt irgendwie gefühlt den ganzen Part mit verbracht, aber muss sein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 21, 22, 23. Und schon haben wir 5700 Lagerkapazität. Das sieht doch schon besser aus. Gut. So. Neue Welt. Da war ich stehen geblieben. Nicht hier, sondern hier war ich stehen geblieben, tatsächlich. Die Frage ist, wo haben wir überall... Okay, hier haben wir noch keine Items drin. Hier haben wir sie drin. Hier haben wir auch noch keine drin. Hier hinten ist eine Krippe. Das ist nicht so schön. Dann sollten wir hier irgendwie mal ein Krankenhaus platzieren. Ach du Scheiße. Na, okay. Was denn? Na, wir haben jetzt schon minus 300 irgendwas Bauernarbeitskraft in der alten Welt. Hm, ja. Ja, das ist tatsächlich das Problem, dass... Achso, hast du einen Pendlerkeller dran stehen? Ja, ne? Ja, aber ich werde jetzt, glaube ich, jetzt nächstes Mal so ein Regionalministerium bauen. Und da die Kiste noch ankurbeln, dass du... Könnte man auch irgendwo machen, dass du weniger Arbeitskräfte irgendwie brauchst. Was braucht es? Stahl und Beton. Na Jutti. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Machen wir es so. Dann nehme ich tatsächlich aber, glaube ich, auch hier. Hier habe ich es schon drin. Dann nehme ich das hier tatsächlich nochmal kurz raus. Weil meine Prio ist auf jeden Fall hier unten einmal alles ausbauen zu können. So, jetzt kann ich hier unten nämlich alles irgendwie mal fertig ausbauen. So. Achso, du, dich kann ich hier gerade noch gar nicht ausbauen. I see. Dich kann ich schon ausbauen. Dich kann ich schon ausbauen. Aber hier habe ich schon nicht ausgebaut. Ach so, nee, weil hier tatsächlich noch das Ding fehlt. Okay. Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ja, okay. Das war mein legendärer Kartoffeldot. Dann einmal bitte Arbeitskräfte reduzieren. Minus 80%. Zack. Das ist ganz gut, dass wir hier dann einer drin haben. Brauchen wir eh. Und die hier killen wir gleich, damit die hier genug Anbaufläche haben. Achso, nee, das ist... muss tatsächlich noch so aber bleiben. Wohin okay. Damit? Aber wohin damit? Ja, das fragt man sich, ne?
nicht. Das ist spannend. Die großen Zeppeline sind tatsächlich gegen den Wind nochmal erheblich langsamer. Okay. Ich meine, da gibt ja auch Sinn, aber... Schon, ja. So, dann bitte ein Regionalministerium. Und das war jetzt, glaube ich, Ministerium für Arbeit. Nochmal überall Produktivität reinknallen. Und dann wollen wir jetzt minus 50% Arbeitskräfte erforderlich noch reinknallen. So, und jetzt sind wir... Ich brauche tatsächlich mal wieder Stahlträger. Jetzt brauchen die Dinger hier tatsächlich exakt 0 Arbeitskräfte. Das ist doch super. Dann schicken wir dich einmal ins Kap auf Malocha und dann sammeln wir gleich einmal Stahlträger ein. Soll ich mal Stahlträger? Davon habe ich hier auch leider zu wenige. Ihr habt hier unten keinen Marktplatz gerade, naja. Das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall gleich mal einen Marktplatz. Können wir eigentlich da ganz gut hinbauen, glaube ich. Achso, Blaupausenmodus kann ich wieder ausschalten. Dann bauen wir hier unten auch nochmal ein Krankenhaus hin. Keine Lust auf nervige Zwischenfälle. Die Epidemie wurde besiegt. Krankenhaus, hallo, da. Perfekt, die Epidemie wurde besiegt, das hören wir sehr, sehr gerne. Das heißt nämlich, dass wir das hier einmal killen und bauen können. So, jetzt könnte man halt 158 Felder um Jottet willen. Um Jottet willen. Ich glaube, das muss ich tatsächlich dann sogar freilassen, damit das hier funktioniert mit dem mit den Zitrusfrüchten. So, einmal euch hier hin. Kann ich dich noch um eins versetzen? Nö, natürlich nicht. Natürlich nicht. Dann bauen wir einfach zwischendurch mal eine Kirche. Warte mal, brauchen die Artistas? Ne, die Artistas brauchen gar keine Kirche, ne? Zufriedenheit. Ne, eine Boxkampfarena war das, genau. Die kann man da ganz gut zwischendurch mal platzieren. Für ein bisschen Zufriedenheit einfach. Ja. So. Okay, alle 8 Sekunden knallst du mir jetzt da so eine hübsche Kartoffel raus. Ganz, ganz toll. Dann. Das sollte passen vom Platz her, denke ich. Worst case kann man immer noch ein paar Straßen vereinzelt rausnehmen. Ja, scheit. Das so, einmal kurz Cup gucken, ob das hier jetzt mit dem Traden geklappt hat. Haben wir jetzt von allem... Ah, der handelt noch 12 Minuten. Okay. Ja gut, weil ich jetzt natürlich auch Lagerkapazität hier ziemlich mies aufgestockt habe. Ich kann aber mal gucken, was ist das Letzte, was wir einkaufen hier... Okay, er hat das Lager fast leer gemacht. Das ist gut. Und das heißt, wir sollten jetzt volle Konserven gerade haben. Und tatsächlich kannst du dich schon mal darauf einstellen, wir sind bei 45 Minuten angekommen und wir wollen heute 2 kürzere Videos machen, weil wir schon recht spät haben. Okay, hat aber nicht komplett Konserven. Achso, weil wir hier auch nicht 5000 eintauschen. Ja gut, das macht natürlich dann keinen Sinn. Wir wollen natürlich hier schon alles was geht, irgendwie maximieren. 6000 haben wir Lagerkapazität. 6000, sagst du? Was haben wir hier noch? Nö, damit sollten wir jetzt aber dann nächstes Mal auf jeden Fall alles schön leer machen. Ja, das ist doch super. Ist das doch.
So, 45 Minuten sind rum. Ja, dann würde ich sagen. Wär's das für diese Runde? Wir haben hier unsere Lagerinsel ein wenig aufgeräumt, sollten hier jetzt hoffentlich demnächst wieder auch durchgehendere Produktion haben. Wir haben zumindest wieder 5000 Stahlträger hier rumliegen. Ja, im nächsten Part geht's weiter. Wir bauen die neue Welt weiter aus und Dero macht seine Getränkeproduktion. Die gucken wir uns dann im nächsten Part auch mal an. Genau, bis dann sollte wieder noch fertig sein. Genau, an der Stelle vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Man sieht und hört sich in zukünftigen Parts. Macht's gut und auf Wiedersehen. Cheerio.